Guten Morgen, guten Morgen. Ich hätte heute Morgen mein Laptop extra sofort rausgeholt, weil irgendwie habe ich das immer schleifen lassen. Ich lade mir gerade die App Kicktipp runter für unser Tippspiel. Hatte da Tippspiel eröffnet, das alte Tippspiel Gong WM hatte ich vernichtet. Ich melde mich da mal eben an mit meiner E-Mail-Adresse herbernd@freenet.de anmelden. Und ja, ich hätte für uns die Lust haben, bei der EM teilzunehmen. In ein paar Tagen geht's los. Es heißt Gong EM, G, großes G und dann ONG klein, Leerzeichen, großes E, großes M. Wer Bock hat von euch, kann da mitmachen. Bisher sind wir zwei Stück schon da drin. Denkt daran auch, die Bonusfragen, also alle abzugeben. Das gibt nochmal Bonuspunkte. Welche Mannschaft stellt den mit den meisten Toren? Wer erreicht das Halbfinale? Mal gucken. Meine Tipps verrate ich euch natürlich nicht. Aber wer Lust hat mitzumachen, das habe ich gelöscht. Super. Mache ich gleich in Ruhe. Können wir eine lustige Tipprunde starten? Das geht ja in 4 Tagen los, die EM jetzt Freitag. Also heute ist bei uns ist hier heute Freitag. Wenn ihr das Video seht, ist 3 Tage später. Also habt ihr genug Zeit der Welt. Ich werde da gleich auch einen Short noch zu machen für die, die jetzt am Wochenende schon mal ein bisschen stöbern wollen. Ja, lasst uns wieder eine lustige Runde machen. Letztes Mal bin ich glaube ich Vierter geworden. Da waren wir über 20, 25 Leute. Ja, das kostet nichts. Einmal ein bisschen Zeit zur Anmeldung und ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Könnt ihr mal, wenn ihr lustig seid, mal reinschauen. Erster Stopp unserer Einkaufs-Shopping-Tour. Werkstatt müssen wir auch noch kurz, erzähle ich euch gleich mehr. Sind wir an dem Laden hier, wo wir schon mal so Schwimmreifen gekriegt haben. Wir brauchen nämlich einen Wasserball für die Livia zum Spielen. Dann wollen wir mal gucken, was wir kriegen. In der Bäckerei, wo wir diese geilen Brote immer kaufen. Also wenn ihr mal im Mannerfeld seid, auf jeden Fall müsst ihr hier einen Besuch abstatten und ihr Brot kaufen. Das ist so gut. Passt alles? Passt alles. Mit Schild. Mit Schild. Wir haben jetzt hier eine Werkstatt gefunden. Wir kriegen jetzt hier Ölwechsel mit Filterwechsel und auch Klimaanlagenfilter gewechselt für umgerechnet 80 Euro. Knapp 5 Liter Öl hat er gerade ausgerechnet, kommt da rein und können mit Karte zahlen. Finde ich absolut fair. Jetzt hat er mich gerade gefragt, welches Öl ich möchte. Der hat mir jetzt das Beste halt empfohlen, klar von Shell. Aber ich finde für 80 Euro inklusive Service, finde ich das absolut oi. Kann man nicht meckern. Genau, weil, wie seht ihr hier, Klimaanlagenflüssigkeit, die schon am Minimum. Ja, genau, wird jetzt einmal aufgefüllt alles. Haben es wieder schön fresh. Wir haben jetzt gerade den alten Filter gesehen und der sah wirklich aus wie Sau. Das war unglaublich. Haben wir noch einen Schal gekriegt und die Libby hat eine Fanta. Ich zeige nur den alten Filter. Ja, ich glaube. Ich glaube, der wurde noch nie gewechselt hier. Komm mal her. Genau, und da warten wir jetzt drauf. Für 80 Euro kannst du echt nicht meckern. Ich mir oder Baba? Ich mir oder Baba? Ich mir. Wir haben jetzt komplett die Filter gewechselt. Also den Kraftstofffilter, den Klimaanlagenfilter mit Duft hat er reingemacht. Der Frostschutz wird aufgefüllt. Wasser wurde aufgefüllt, Öl, Motorpflege wurde ja immer durchgeblasen und eingesprüht mit so einem Silikonspray. Jetzt kommt das Öl rein und das alles für 80 Euro, das ist unglaublich. Wirklich super nett, haben wir zwei Chai gekriegt, wir hatten Orangensaft gekriegt. Und ja, jetzt geht es gleich rüber in eine andere Werkstatt, nur für die Klimaanlagenflüssigkeit auffüllen.
Und ja, dann sind wir damit auch schon wieder durch. Ich weiß nicht, was wir da letztes Jahr bezahlt haben, aber ich glaube, so einen Ölwechsel nur bezahlt man in Deutschland oder Österreich oder auch in Ungarn mittlerweile. Alles. Deutlich mehr. Bitte mal in die Kommentare schreiben, was ihr bezahlt habt für euren letzten Ölwechsel, falls ihr ein Auto habt. So, jetzt kriegen wir die Klimaanlagenflüssigkeit hier aufgefüllt. Ich bin gespannt. Ich habe mehr als 1000 Liter, also das kostet, hat aber gesehen, da wir den größeren Speicher haben für die Flüssigkeit, kostet das wohl ein bisschen mehr, je nachdem wie viel reingeht. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass das so ist. Da noch was drin ist, aber alles gut. Ich bin gespannt, was das gleich kosten wird, werde ich euch dann erzählen. Das Gerät, das hat wohl irgendwas nicht geklappt. Das war wohl nicht kompatibel mit dem Modell von unserer Klimaanlage. Ich habe ein anderes Gerät geholt, da habe ich es einmal komplett ausgetauscht. Und das läuft da alles. Und ja, am Ende kommen wir 1000 Lira dafür, 28 Euro für komplette Klimaanlagenflüssigkeit und Öl wohl tauschen, sagte er mir. Und ja, das ist einfach leer. Genau. Hier ist halt los, Sandsturm. Ich bin gerade zurückgesprintet, habe die Markise eingefahren. Und da ist hier richtiges Unwetter losgegangen. Die Dächer sind teilweise weggeflogen von diesen Sonnenschutzdingern hier. Und alles eingeräumt, wir sitzen im Auto. Aus Sicherheitsgründen, jetzt hat es schon wieder nachgelassen. Komplett gedreht, Herr Wind. Und das sind Riesenwellen. Da hinten alles schwarz. Nächste Welle, die auf uns zupeitscht. Hier haben wir alles umgedreht, vorsichtshalber. Keine Güte. Wir sitzen halt im Wohnwagen mit einem Auto drin, weil es einfach viel zu heiß ist im Wohnwagen. Wir die Fenster nicht aufmachen können. Naja, ich rette mal unser Tuch hier noch. Zack. Und dann warten wir einfach mal den Sturm ab. Was da passiert? Ihr lieben Liebenden, der Sturm ist vorbei, die Fledermäuse kommen, die fliegen hier tief. Ich weiß nicht, ob man sieht, die Viecher sind auch da, die Mücken. Wir ziehen uns jetzt zurück und haben einen Feierabend, genau. Lassen uns jetzt gut gehen. Das ist wie ausgestellt, das Wetter. Faszinierend. Genau, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Und denkt euch dran, euch anzumelden, ich packe sie in die Infobox. Müsst die App Gong, Kicktip runterladen. Wie gesagt, ich verlinke euch das. Und dann lasst uns zusammen eine geile WM tippen. Habt einen schönen Abend, bis morgen mal. Tschüss.